Hallo und herzlich willkommen bei Vampyr. Wir gucken mal, was passiert. God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the guard. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. Das ist uns so ähnlich. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. Warum denn? Was ist passiert? What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. Vielleicht mehr wird niemand bemerken. Fürchten Sie um Ihren Ruf. Wir müssen das Vertrauen wiedergewinnen. Es ist, glaube ich, das einzige Krankenhaus. Nein, das ist das letzte Krankenhaus, was hier existiert. Ich meine, unsere Freundin ist gestorben. Also die Freundin ist zu viel gesagt. Die ist mutiert. Und jetzt müssen wir den Leuten hier helfen. Das heißt, wir müssen das Vertrauen wieder zurückgewinnen, damit die Leute sich heilen lassen. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order and quickly. You mentioned the dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Very well. I'll help you. I know this place means something to you. I have noticed how you suppress your appetite when around the staff and patients. You need to know you can trust me, Edgar. I do, dear fellow, I do. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Ist das gerade heftig? Sean Hampton! Ich werde sie alle beschützen. Es geht ja nicht anders. Rest assured, I will protect you and your staff. McCallum is a fanatic. The guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Warte mal. Sean Hampton ist doch... Nein. Oh nein, sag das bloß nicht. Ich guck grad mal, ob die Tür hier hinten wieder offen ist. Oh, ist... It's locked, all right. Ah, die Tür schließt sich also immer wieder, guck mal. Ich wollte nur ganz kurz raus. Die Tür war eben offen. Die sitzen da also noch drinnen. Ja, die sitzen da tatsächlich drinnen und die reden miteinander. Guck mal, da hinten habt ihr gesehen. Wir können hier zuhören. How can I be sure I'll not find your unconscious body in the house again? I
promise you, you'll not find my unconscious body. For God's sake, how can you say such a thing? How can you refuse to listen? I tried to warn you for so long. No, I won't let my only son die. You promised me you'll stay alive. Your son lied to you, like the whole world lies to us. Okay, jetzt wissen wir schon wieder mehr. Wir konfrontieren ihn gleich damit, würde ich sagen. Dieser Regen war cool. Aus an. Jetzt können wir aber hier mit den Leuten reden wieder. Erstmal retten wir sie hier. Good evening, Doctor. How is my son doing? Ja, ihm geht's gut. Do you require medical attention as well, Mrs. Goswick? Do you know you're the only one who's asked me this? No, I don't feel well, actually. Tja, dann kriegst du Hilfe. Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well deserved. Unfortunately, I can't say the same for this hospital. Ach komm. Stell dich. Ich will mal wissen, was hier passiert ist. What can you tell me about the recent commotion in the hospital? It's a disgrace. How on earth can patients be attacked in their own rooms? Goodbye, Mrs. Goswick. Wir fahren jetzt also nicht viel mehr. Wir reden. Hallo? Ich will mit dem reden. Ich will ihn konfrontieren. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Hier. Admit it, Mortimer. Your mother had you hospitalized here because you tried to kill yourself. Yes, it's true. All right then. This is the first time we've really shared information about your case. Shall we call this progress? Call it what you want, Dr. Reed. Sie können mir vertrauen. You can trust me. I won't report you to the authorities. My one and only concern is your health. I guess I should thank you then. Er ist viel zu kurz angebunden. Can I help you in any way, Mr. Goswick? I wrote a letter for my mother. She was supposed to read it after my death. I suppose she doesn't have to read it now. I see. And is this letter still near the place where you tried to take your own life? Yes. And I don't want anyone reading my last words. Ich verstehe. I mean, I'm still here. If you bring me back that letter, then perhaps we'll talk. Okay. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. Okay. Er ist nochmal verschlossen. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Okay. Doctor. Okay, jetzt wissen wir es. Er ist krank. Er ist noch kränker, als man glaubt. Ich würde tatsächlich jetzt mal der Hauptquest nachgehen. So, auf in die Docks. Wir müssen Sean Hampton aufhalten. Und dann gucken wir danach weiter. Dass wir auch hier die Nebenmission und sowas erledigen, weil wir haben ja jetzt viele Lebensmissionen, genau. Nebenmissionen erledigt gehabt die letzten Male. Oh, hallo! Aua! Alter! Hör doch auf, Alter! Oh, da ist ja noch einer. Okay, die haben mir jetzt echt wehgetan. Ich will den haben, danke. Und ich will sein Blut. Okay, ich kann ihn jetzt erstmal töten. Und ihn sauge ich auch aus. Dann kann ich mich um den Großen kümmern gleich. Ah, oh. Da war ich bis in Unachtsam wieder. Ah, ich bin immer so unachtsam mit dem Kumpel hier. Oh, Herr Jesus. Okay, da müssen wir nicht lang, wir müssen hier unten tatsächlich lang. Wir hätten doch da hinten lang gehen können, weil jetzt müssen wir wieder gegen zwei kämpfen, glaube ich, oder? Oder doch nicht? Wir können an ihm vorbeirennen, yay! Ah, nicht an ihm. Aber dafür kommen andere.
Okay. Oh. Oh, der nervt mich hier. Kommt wieder so ein Hajo hier. Oh, ich habe keine Ausdauer. Eins, zwei, ich will ein bisschen Glück von dir. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank für deine Mithilfe am heutigen Abend. Damit hast du dich wohl verdient gemacht bei uns. Du kriegst einen Keks. Das reicht. Mehr nicht. So. Oh, da ist ja noch jemand. Aber den kann ich auch so. Ja, ja, ja. Versuchst dir so einen Schabernack mit mir zu machen. Oh. Okay. Den habe ich. Den habe ich. Den habe ich auch. Das heißt, es fehlt nur noch der hier. Und der macht ordentlich Schaden, würde ich sagen. Ja, ja. So, jetzt gib mir dein Blut. Du schmeckst so gut, Schätzchen. Aua. Und? Nein. Ui. Ha. Er kostet mich so viele Nerven. Ich heile mich mal. Hä? Warum läuft er noch so? Achso. Jetzt ist gleich besser. Vorne ist noch jemand. Und eins. Gib mir dann Blut, Junge. Und eins und zwei und. Hallo? Danke. Oh, da hinten kommen Schüsse. Aua. Komm, schieß. Nicht mit mir, Kumpel. Kriegst du einen Schlag auf die Nase von mir. Oh. Hier war eigentlich immer ein großer gewesen. Oha. Na, so nicht, Kumpel. Erstmal probieren. Hat's mir nicht geschmeckt, sorry. War's nicht mein Fall. Okay. Natürlich, jede Nacht muss man halt nochmal neu durchkämpfen. Oh. Vielleicht können wir jetzt tatsächlich diese Frau retten. Wobei. Oh. Ah, nee, die ist hier runter. Der ist hier runtergefallen. Den habe ich hier irgendwo. Ach, da habe ich den zerlegt. Alter, bin ich doof. Also tatsächlich auf den in den Docks ist alles cool. Ich würde aber liebend gerne noch wie heißt das? Okay. Oh, hier ist jemand gestorben. Und hier ist der Unbekannte. Mark my words, miss. These murders are the work of a vampire. A vampire? Whatever do you mean? I'm a tracker of these creatures. A vampire hunter. You best be off to your hunting then. For if the sewer dog is back and hunting all these poor folk, he needs a catching. A sewer dog? Steck grad vor dir. What's it look like? It's an old story. A monster. Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. Sean war das. Teeth? Claws? Murders by night? Ihn kenne ich nämlich tatsächlich noch gar nicht. Das ist einer der wenigen. He's the kind of prey I hunt, m'lady. Okay, genug geredet. Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event? More to the point, who are you? My name is Ichabod Throgmorton. Vampire hunter extraordinaire and warden of the East End. A vampire hunter? Really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The bloodsuckers exist, and they're close. Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. I'd like to hear more about these vampires you're hunting. A man of science? Well, I'll be glad to enlighten you. Erzähl mir mal was von dir. What can you tell me about this neighborhood? Did you hear about what happened to Jack Gillingham? Poor boy. It's a shame I wasn't around to protect him. It's impossible to protect everyone. The violence seems endemic in this part of town. But it's my duty. I am convinced Jack Gillingham was killed by a vampire. These evil rodents are spreading like a plague.
Mhm, ist aber auch wahr. Ihre Arbeit. So, how exactly are you protecting these people? I'm curious. I patrol late at night, investigating anything unusual. I try and encourage people to stay indoors, but people are careless. Brauchen Sie vielleicht Hilfe? Can I help in any way? Actually, yes. I plan to put up posters to alert the population to the vampire threat. Are you asking me to paste posters about vampires around the docks? If you wouldn't mind. If you did that, then I can focus on my patrols. Entschuldigung, dieser Dialog ist so doof. How do you identify a vampire? It's simple, really. They can't stand daylight. They're afraid of garlic and holy symbols. They also cannot enter a house without being invited. Have you ever killed one of these creatures? Yourself, I mean. Of course I have. What kind of question is that? It's a dirty business, believe me. Okay. Ich hoffe, er hat uns noch nie... Ach Gott, Entschuldigung. Über die Wache von Priven, ja bitte. Have you heard of the Guard of Priven? Of course. They're dedicated hunters. A little militant for my taste, but they do let anyone join. Wer bist du, James Bond oder was? Were you ever tempted to join the Guard yourself? I did think about it, but I'm more of a silent hunter. They're more of a sanitary militia. Entschuldigung, dieser Typ, der geht mir gerade ein bisschen auf die Nerven. So you hunt alone? That sounds risky. Vampires are just like every other predator. They hunt when they're hungry and follow certain patterns. It's just a matter of observation and patience. Junge. Tut mir den Gefallen und geh mir nicht auf die Nerven. Er ist gesund. Glücklicherweise das. Ich würde den einfach aus Prinzip gerne fressen. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me, Mr. Throgmorton? The sad saint? He should be at his night asylum at this hour. But I cannot tell you how to find it, sorry. Really? Why is that? It's nothing personal, Doctor. I'm sure your intentions are good, but people who sleep there... they have plenty of reasons to hide. Ich respektiere Ihre Zurückweisung. I could make you tell me, but I respect your refusal. You really believe Sean is a saint, don't you? All I will say is this. Gossip has it that when he was a child, he was molested. By a priest of all people. Funny thing is, though, it only strengthened his faith. Heutzutage wäre das nicht so. Punkt. Maybe at least you can tell me who could help me find him. Tell you what, go and chat with Tom Watts. He's a bartender and good judge of character. If he talks to you, then it's fine by me. Und übrigens gab es diese Art von Übergriffe viel zu häufig. Goodbye. And good hunting, Mr. Throckmorton. Weidmanns Heil. Also viel zu häufig im Sinne von... Ja. Huch, schon wieder im Dings treffen. Jetzt haben wir ihn endlich. Die drei fehlen uns jetzt noch. Ich guck gerade mal wegen der Mission. Wir sind hier. Ja. Finde bei den East End Dogs. Warum soll ich denn jetzt wieder zurückgehen? Ist doch alles Taco. Ist die Mission jetzt hier? Nee. Ich muss weitersuchen. Hier war was. Nee, das sind die. Wir gucken uns gerade mal einfach mal um. Also Taverne ist immer ein gutes Zeichen dafür. Dass hier Leute entlang schleichen. Ja, also das mit diesem Kindesmissbrauch, das ist ein... Leider Gottes ein alter Hut in der katholischen Kirche, gerade so in den frühen 20. Jahrhundert, also das heißt letztes Jahrhundert,
war es unfassbar häufig, dass Kinder missbraucht wurden. Also das war auch, glaube ich, mitunter eines der schwärzesten Momente für die Kirche. Bis heute noch. Meiner Meinung nach. Okay, hier ist nichts mehr. Wir fragen mal die Leute. Ah, ich kann nicht mit ihm reden. Geht's dir schlecht, Alter? Hör dir mal auf. Danke. Good evening, Mr. Delaney. What? Ah, you're a doctor. Erzähl mal. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? I really don't know. I heard he'd been abducted. I don't know if he's back. Was? Who could tell me then? About the sad saint. I'll try asking Tom once about him. Goodbye, Mr. Delaney. Okay, das heißt, wir gehen jetzt mal rein. Hör mal zu. Welcome back, Doctor. What can I do for you? Erzähl mal. Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? Ist er zu seinen Schäfchen zurückgekehrt? Das ist eine wichtige Frage. I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. Oh, I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. That would explain his faith and need to help everyone. Okay, ich muss ihn schnell finden. The important thing is I find him. Quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Okay. Goodbye, Mr. Watts. Er ist eine Hilfe. Eine wahre Hilfe. Ah ne, hier komme ich ja nicht raus. Okay, wir werden es herausfinden. Vielleicht ist er ja auch so einer wie wir. Hier ist der. Ach. Jetzt können wir genau in dieses Gebiet rein, ne? Guck mal hier. Schwupp. Jetzt sind wir da. Seems like the guard of Prewin is on Sean Hampton's trail. Oh. Das ist aber jetzt ein bisschen härterer Brummer, hä? Oh nein. Nein! Warum springt er denn da rein? Okay, er holt immer wieder Freunde rüber. Warte mal, ich will den da vorne haben. Den wollte ich haben. Der war mir der Wichtigste gerade. Oh, falsche Waffe. Na komm her. Versuch mich zu verbrennen. Okay. Okay, den kann ich jetzt mal aussaugen. Ich gebe mir schon mal ein bisschen Schaden drauf. Ah, Mist. Moment, er kriegt die 5. Oh, den Schaden deines Lebens, Alter. Alter, der macht ein bisschen viel Schaden hier gerade. Okay. Oha. Okay, die haben es echt auf mich abgesehen gerade. Oha. Oha. Aua. Kollege. Mach mal nicht so einen Quatsch mit mir. Ah. Blut. Ich brauch Blut. Aua. Ich werde den versuchen, mit meinen kleinen Attacken mal in Grund und Boden zu stopfen. Also mit meinen Blutattacken. Weil es ist echt gefährlich, an den Typen ranzukommen gerade. Okay, er gibt mir genug Blut zum Glück. Okay, er ist tot. Okay. Ich kann ihn auch gleich aussaugen. Perfekt.
Ah. Uiuiuiui. Ey, Kollege, reg dich mal ab. Okay, den kann ich jetzt auch mal aussaugen. Und jetzt kann ich mit der 5 den wieder einmal in die Hölle schicken, quasi. Aber jetzt hoffentlich endgültig. Oh. Gewöhnliche Parabellum-Pistole. Hätte ich nicht gedacht. Ah, stirb doch. Wow. Das war gar nicht mal so einfach, gegen die Meute hier anzustinken, ey. Und die haben nichts dabei gehabt? Ich habe nur... The wounds on this corpse are deep. The result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast. Oh, ich habe eine Vorahnung, zu was er geworden ist. Aber bevor wir Sean entgegenblicken, machen wir in der nächsten Folge weiter. Bis dann.